Hier ist der Notruf für Rettungsdienst und Feuerwehr. Grüß Gott. Ja, hallo? Hier spricht Sarah Kufner vom Stadelplatz 5. Bei mir steht die Küche in Flammen. Ich glaube, das Fett hat sich irgendwie entzündet. Sie müssen ganz schnell jemanden vorbeischicken. Hier spricht die Leitstelle Passau mit Einsatz für die Feuerwehr Passau. Hauptwache, erster Zug. Ilstadt, zweiter Zug. Und Innstadt, dritter Zug. Zimmerbrand, Stadlerplatz 5 in Passau. Stichwort B4 wurde ausgelöst. Ende der Funkalarmierung. Leitstelle Passau von Florian Passau 121.1. 121.1 mit 6 Mann, 441 mit 8 Mann, 4PA aus. 141 mit 3 Mann aus. Im Dienst für ihre Stadt wenden sie drohende Gefahren für Leib und Leben, Gesundheit und Umwelt ab. Sie retten, löschen, bergen und schützen. Die Frauen und Männer der Freiwilligen Feuerwehr Passau. Der Teamgeist stimmt, hier sitzt jeder Handgriff. Gut organisiert und selbstlos meistern sie die unterschiedlichsten Gefahren. Tag und Nacht, 24 Stunden am Tag und 7 Tage die Woche ist die Freiwillige Feuerwehr einsatzbereit. Bürgern in Not wird schnell geholfen, denn mit den 3 Löschzügen der Hauptwache, der Ilstadt und der Innstadt verfügt Passau über ein hervorragend organisiertes Schutzgebiet. Bei der Freiwilligen Feuerwehr stehen Mensch und Tier, Hab und Gut im Mittelpunkt. Dabei ähnelt kein Einsatz dem anderen. Ob zu Land, zu Wasser oder in der Luft. Sie bewältigen die unterschiedlichsten Herausforderungen. Können Sie mich hören? Auch mit anderen Einsatz- und Rettungskräften zeigen sie ihr professionelles Handeln. Durch Entschlossenheit, Tatkraft und dem nötigen technischen Wissen packen sie an. So kann manch tragisches Unglück am Ende einen glücklichen Ausgang nehmen. Sie sind echte Spezialisten. Denn so verschieden die Einsätze sind, so unterschiedlich sind auch die Fähigkeiten der Feuerwehrfrauen und Männer. Sie überwinden Höhen und Tiefen und haben dabei immer das Wesentliche im Blick. Selbst vor Gefahrengut und Giftstoffen weichen sie nicht zurück. Durch regelmäßige Übungen, Fort- und Ausbildungen bereiten sie sich auf ihre Einsätze vor. Dabei steht ihnen topmoderne Technik mit umfangreichem Fuhrpark zur Verfügung. Die Flüsse Donau, Inn und Ilz machen aus Passau etwas ganz Besonderes. Für die Feuerwehr Anreiz genug, um auch hier Mensch und Umwelt zu schützen. Aber auch Hochwasserkatastrophen wie die Jahrtausendflut im Jahre 2013 fordern von der Freiwilligen Feuerwehr Höchstleistung. Jede helfende Hand macht Passau sicherer. Mitbürger in der Not helfen. Dieses freiwillige Engagement macht sich auch an der Universität Passau bemerkbar. Die studentische Hochschulgruppe Feuerwehr stellt sich den Herausforderungen und packt mit an. Zu jeder Zeit und manchmal auch zum Verblüffen anderer. So einen Piepser, den brauche ich auch. Ob Frau oder Mann, jung oder alt, zugezogen oder ansässig. Bei der Freiwilligen Feuerwehr Passau sind alle herzlich willkommen. Auf sie baut die Feuerwehr. Denn nur durch dieses große Engagement können die unzähligen Einsätze bewältigt werden. Das wissen auch die Bürger und Verantwortlichen der Stadt zu schätzen. Wir wissen sehr wohl, was wir an die Feuerwehren haben und haben wir nicht zuletzt 2013 gesehen, wie notwendig das ist. Jetzt. Dankeschön, gell? Die Freiwillige Feuerwehr Passau mit den Löschzügen der Hauptwache, der Ilzstadt und der Innstadt. Im Dienst für die Heimat, mit Leib und Seele, getreu ihrem Motto, der Stadt zum Schutz, dem Feuer zum Trutz, Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr. Sei ein Teil davon, wir brauchen dich.
die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Passau.